Das Staatstheater Kassel zeigt Tosca, Giacomo Puccinis Musik 3x3 Akten. Verantwortlich für die Kasseler Inszenierung ist ein prominenter Gast aus Berlin, Regisseurin, Schauspielerin und Buchautorin Adriana Altaras. Uraufgeführt wurde das Musikdrama 1900 in Rom und bleibt dennoch erschreckend aktuell, suchen die Protagonisten doch nach Freiheit zwischen politischer Verfolgung und Erpressung und Folter. Dauer der Oper rund 2,5 Stunden. Zur Handlung: In Rom herrscht an der Schwelle zum 19. Jahrhundert politisches Chaos. Der gefürchtete Polizeichef Scarpia ist einem Flüchtling dicht auf den Fersen, doch Kirchenmaler Cavaradossi und seine Geliebte Floria Tosca schützen den Verfolgten. Misstrauisch geworden, verschleppt Scarpia das Paar in seinen düsteren Machtbunker, Bühne, Etienne Plus, und lässt Toscas Geliebten foltern, bis sie seinen drängenden Fragen nachgibt. Und damit nicht genug, will sie Mario Cavaradossi retten, muss sie sich dem machtverliebten Scarpia hingeben. Den Spagat der Oper zwischen politischem Gehalt und emotionaler Tiefe tragen die schlüssige Regie und die starken Darsteller. Das Plus der Kasseler Tosca-Inszenierung sind die drei Hauptdarsteller: Espen Fegran als Baron Scarpia, Johannes Ahn als Mario Cavaradossi und natürlich die Hauptfigur Mirjam Tola als Floria Tosca. Sie singen nicht nur ausgezeichnet und sind genau auf den Punkt dieser Emotionen eingestellt, sondern sie spielen auch so präzise ihren Part, wie man es eigentlich nur aus dem Schauspiel kennt. Die HNA Kulturredaktion meint: feine Regie, packende Musik und eine tolle Titelheldin.